Ja, hallo, willkommen zu Legend of Spyro Dawn of the Dragon. Wir haben ja letztes Mal die Wasserfälle, würde ich mal so sagen, hier beendet und müssen nun zum Zauberwald gehen. Und dann machen wir das jetzt auch. Kreis. Erreicht den Zauberwald. Ziel erreicht. Sag Ignitus, dass ich sie gefunden habe. Sinnlos. Was wäre, wenn wir ihn drehen? Was drehen? Das ist Magie. Ich könnte den ganzen Tag zusehen. Der Dunkelmeister. Er ist wieder da, richtig? Ich fürchte, ja. Er kam kurz nachdem du verschwandest. Er schlug blitzschnell zu, angetrieben von Hass und Bosheit, erhob Anspruch auf den Thron im Tempel und durch dunkle Magie schwebt er jetzt über dem Land als Symbol seiner Herrschaft. Seitdem sind wir im Krieg. Täglich werden seine Streitkräfte größer und unsere verlieren Hoffnung. Ich habe versagt. Alle verließen sich auf mich und ich versagte. Wie konnte ich das zulassen? Manche Dinge liegen nicht in deiner Macht. Gib dir nicht die Schuld. Du hast Glück, dass du noch lebst. Ihr alle habt Glück. Das war keine gewöhnliche Kreatur. Das war ein uralter Erdgolem aus der Tiefe. Erdgolems sind die verkörperte Zerstörung, beschworen von Melfor persönlich. Das sind dunkle Zeiten. Er muss gestoppt werden. Ich muss ihn stoppen. Hey, mach mal halblang. Wir müssen doch nicht ständig kämpfen. Wir sind doch gerade erst aufgewacht nach 3 Jahren Frostschlaf. Ich hab zu tun. Ist sie müde? Hey! Gesetzen, dass du dich mit jenen verbündest, die für das Unheil verantwortlich sind? Häuptling Prolus, Melfor, er allein ist der Schuldige. Dieser Drache ist unsere letzte Hoffnung. Sieh das doch ein. Ja, der lila Drache, ich kenne die Geschichte. Aber im Gegensatz zu euch habe ich nicht vergessen, wie Melfor in seiner Jugend war. Und ich habe auch nicht vergessen, was sie getan hat. Ich verließ mich auf dich, Jäger. So wie ich mich auf uns verlasse, um das Dorf zu schützen. Aber du hast uns verlassen. Und uns die Gefahren der Außenwelt mitgebracht, als du zurückkamst. Die Gefahren waren bereits hier. Du kannst sie nicht ignorieren. Hey, könnt ihr aufhören zu streiten? Das wird dir langsam peinlich. Langfinger, im Tal! Holt eure Waffen! Siehst du, was du getan hast? Lass uns frei. Wir können helfen. Unsere Krieger schaffen das. Jetzt ist keine Zeit, um stur zu sein. Wenn die wütend sind, passieren reichlich komische Sachen. Ich würde lieber auf sie hören. Oh ja, da hat er sich nochmal anders überlegt. Und ich mache jetzt einen kurzen Schnitt wegen den Speichern. Bis gleich. So, zurück. Und jetzt müssen wir das Dorf verteidigen, bevor die Freunde da alles kaputt machen. Und wir müssen uns erstmal behaupten, bevor die hier alles kaputt machen. Oh, ein bisschen
verkloppe, haue hier, verkloppe, haue da, hallo. Du hast meinen Kombo unterbrochen, Arsch. Schuss, 150 schaffen. Ah, die werden das Haus hier kaputt machen, ey. Nein! Ich wusste es, die schaffen das. Mann, ihr scheiß Viecher, ihr scheiß Larvlinge, ich haue euch kaputt, ich sprühe euch in die Steinzeile zurück, wo ihr herkommt. Boah. Hier, Wurzel. Komm schon. Bitch. Oh, hallo. Das nächste Haus ist tot. Ach, komm schon, Sparks, sei nicht immer so negativ. Na, wie soll ich die treffen, ey? Nein! So schlecht war ich schon lange nicht mehr. Die sind gegen Eis empfindlich, aber ich... Da kommen die Nächsten. Ich werde hier ja mal nicht verlieren. Ja, ich bin dabei. Ich mach ja schon. Wenn die Flattermänner hier nicht. Komm her, Lumpen. Gib mal. Willst du mich verarschen? Ich habe wirklich gleich verloren. Hallo? Ich bin gearscht. Boah, das war aber knapp. Geht es euch allen gut? Nein, Meadow ist weg. Er wollte flussaufwärts nach Kräutern suchen und ist nicht zurückgekehrt. Wir müssen ihn suchen. Nein, eine Suchaktion wäre jetzt zu gefährlich. Ich gehe. Ich suche deinen Freund. Jäger kann uns begleiten. Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber Jäger bleibt hier. Wenn ihr jedoch zu eurem Wort steht und mit Meadow zurückkehrt, überlege ich es mir. Und kommt ja nicht vorher zurück, sonst lockt ihr wahrscheinlich nur noch mehr Larvlinge in unser Dorf. So, neue Aufgabe, such Meadow. Natürlich werden wir ihn suchen. Was denn sonst? Wir sind doch die Guten. Und wenn wir es nicht tun würden... Würden wir sowieso hier festhängen, weil der bedrückte Jäger hier sitzt. Oh, guck doch nicht so traurig. Hast du eine schöne Aussicht von hier? Also von hier, wenn du nicht gefesselt wärst. Dann hättest du eine schöne Aussicht. Muss doch nicht traurig sein. Ja, dann gehen wir mal erstmal alles. Na komm, wir holen Meadow gleich.
nach dem Kristall hier. Zack. Oh, die Musik. Echt schön ist. Die Musik ist eigentlich von dem ersten Teil von The Legend of Spyro New Beginning. Also immer in den Videofrequenzen zu hören. Die Musik passt hier atmosphärisch auch ganz gut drin, wie überall. So, bevor ich da reingehe, starte ich erstmal da hier auf die Höhe. Verbirgt sich hier noch eine Kiste. Und hepp. Armschützer für Cinder, schon wieder. Und ich habe vergessen, Cinder die anzuziehen. Was ich, vielleicht jetzt tun werde. Sonst vergesse ich das wieder und dann. Ne? Gesundheit, Mana, Gesundheit. Ich würde nehmen Gesundheit, Regenerierung. Was ist das einzigste nehmen, was ich. Ich nehme keine anderen Rüstungsteile, das wird die einzigste sein, die ich bei uns sind, dann nehme. Rüstungsteile, die ich nehmen werde. Und was haben wir hier Schönes zu erledigen? 19 Geisterjuwelen. Na klar. Ach, 3 Lebenskristalle und 3 Magiekristalle. Kein Problem. Rüstung 4, naja, es geht. Es geht. Rüstung 4, ja. Machen wir, kein Problem. Dann, gehen wir erstmal hier in die schöne Höhle rein. Oder. Nee, kommt Leute, die Höhle hebe ich noch auf. Also der Hauptstory-Teil. Ich werde jetzt erstmal Schluss machen. Sehen wir uns dann auch das nächste Mal wieder. Ein Haus lebt noch, ich bin begeistert. Das Tolle bei dem Spiel ist auch, wenn alle Häuser überlebt hätten, wären jetzt auch alle noch hier. Also wären nicht so viele kaputt, wie jetzt, naja, traurigerweise sind. Und die arbeiten fleißig. Und da sitzt der Hunger damit. Na, Häuptling Probulus? Genießt die schöne Aussicht, was? Naja, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Bis dahin. Ciao.